Aus Pleit in alle Welt. Nach diesem Motto schreibt das Maschinenbauunternehmen Durwen seit 70 Jahren eine außergewöhnliche technologische wie wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Als Nikolaus Durwen 1947 seine Schmiede in Pleit als Ein-Mann-Betrieb gründete, konnte niemand ahnen, was sich daraus entwickeln würde. Das Unternehmen wurde 1947 von meinem Großvater gegründet. Dann ist mein Vater eingestiegen. Die beiden zusammen haben die Firma dann weiterentwickelt. In den 70er Jahren hat mein Vater die ersten Anbaugeräte konstruiert. Und ich bin 1987 dazugekommen. Und mittlerweile fertigen wir in der Hauptsache Anbaugeräte für Gabelstapler. Und das europaweit. Ne? Anbauteile für Gabelstapler, das hört sich zunächst unspektakulär an. Doch technologisch sind die Produkte durchaus spannend, die nationale und internationale Abnehmer haben. Was den Betrieb auszeichnet? Er entwickelt und baut für seine Kunden ganz individuell Systeme, die das Entladen und Beladen von Paletten, riesigen Papierrollen und anderen Produkten schnell und effektiv gestalten. Dabei kommt dem Mittelständler entgegen, dass er alle Leistungen aus einer Hand anbietet. Wir haben eine sehr, sehr hohe Fertigungstiefe. Wir produzieren ja wirklich von dem anfänglichen Flacheisen über Brennteile, die also zum Teil zugeliefert werden, werden also auf Fräsmaschinen und Drehmaschinen, also die Teile für die Schweißbearbeitung vorbereitet und werden dann nachher auch in den Schweißabteilungen komplettiert und in der Endmontage letzten Endes dann geprüft und auch die Lackierung kommt ja auch noch dazu und dann ausgeliefert. Also die komplette durchgehende Fertigung von A bis Z. Von der Idee eines Anbausystems für die Gabelstapler über die Entwicklung am Computer, die weitere Fertigungsplanung und schließlich die Herstellung an ganz unterschiedlichen Bearbeitungssystemen im Unternehmen bietet der Handwerksbetrieb alles aus einer Hand und fertigt unter einem Dach. Dabei wird auf modernste Bearbeitungsverfahren zurückgegriffen, computergesteuerte Bearbeitungsmaschinen und Schweißverfahren, eingeschlossen die Verbindung zur Robotik, sind hier Alltag. Das kommt Qualität und Quantität zugute und es verwundert nicht, dass der Betrieb seit Jahren auf Wachstumskurs ist. Längst wurde der ursprüngliche Unternehmenssitz im Ortskern von Pleit aus Platzgründen aufgegeben. Auch heute ist der Unternehmensstandort permanent im Erweiterungsprozess. Das wurde zu eng im Ort, das war aber schon 1971 und dann haben wir die erste Halle hier auf dem Standort gebaut und mittlerweile haben wir aber doch hier ein größeres Areal. Das sind 35.000 Quadratmeter Fläche und 13.000 Quadratmeter Hallenfläche. Und so konnten wir uns entsprechend auch entwickeln. Als Partner für Logistik und Transport greifen die Durwen-Produkte in einem Sektor ein, der auf absolute Zuverlässigkeit und effektive Abläufe angewiesen ist. Würde ein Gabelstapler mit seinem speziellen Transportsystem ausfallen, bedeutet das Stillstand. Für die Kunden ein Albtraum und die Pleiter tun alles dafür, dass es nicht dazu kommt. Bislang mit Erfolg, auf den sie zu Recht stolz sind. Die Verbindung aus traditionellem Handwerk und digitaler Prozessgestaltung haben sie exzellent umsetzen können. Grundlage dafür ist auch ein hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiter. Ständige Weiterbildung, für die sogar ein internes Schulungszentrum eingerichtet wurde, und ein hohes Ausbildungsniveau sind fest verankert im Unternehmen, das mit Bürokauffrau Sarah Niewert sogar eine frisch gekürte Bundessiegerin in seinen Reihen hat. Beim jüngsten Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks auf Bundesebene in Münster gewann die 20-Jährige, die mit Spitzenleistungen im fünfstündigen Prüfungsmarathon überzeugte. Erstmal gab es wie eine Abschlussprüfung, Rechnungswesen, Textverarbeitung und Excel, Bürowirtschaft und Wirtschaft und Sozialkunde. Da wurde viel auch auf Handwerk gefragt, zum Beispiel Vorteile Industrie und Handwerk und Buchen und halt eine Excel-Aufgabe. Der Bundessieg kam nicht von ungefähr und steht für den Anspruch des Unternehmens, das sich mit seinen Abläufen wie auch den Produkten eine exponierte Stellung erarbeitet hat. Und dennoch sehr stolz darauf ist, ein Handwerksbetrieb zu sein.